Was wurde denn jetzt hier an dem Gebäude neu gemacht und was dürfen die Schüler und die Lehrer hier erwarten? Also Ausgangspunkt für die Sanierung war ja das Anforderungsprofil, das das Schulverwaltungsamt an diese Schule gestellt hat, um als Ergebnis der ganzen Sanierung diesen Campuscharakter zu haben. Es war ja in einem ersten Abschnitt schon die ehemalige Innenraum gebaut worden und in diesem zweiten Abschnitt der Landkreis beschlossen, die Schule zu sanieren. Und Ausgangspunkt ist ein Raumprogramm, das vom Schulverwaltungsamt erstellt wird und aus dem hervorgeht, wie viele Fachräume, wie viele Computerkabinette, wie viele normale Unterrichtsräume und so weiter jetzt in dieses Gebäude zu integrieren sind und mit welchen Anforderungen. Das war der eine Aspekt. Der zweite war, dass im Zuge dieser Inklusionsdebatte natürlich auch die barrierefreie Zugänglichkeit aller Etagen und aller Räume gewährleistet werden sollte. Unter Berücksichtigung halt auch der gegebenen Möglichkeiten. Deswegen haben wir zwei Außenrampen, eine Innenrampe und einen Aufzug eingefügt in das Gebäude. Und in dem Zusammenhang, wenn man so eine Schule dann plant und diese Räume umsetzt, muss man natürlich auch Dinge berücksichtigen, die Forderungen aus der Bauordnung oder Forderungen aus dem Denkmalschutz mit sich bringen. Und das eine war die Forderung nach der Brandschutzordnung, sodass man also wirklich dieses Gebäude nach den neuesten brandschutztechnischen Anforderungen umbaut. Das bedeutet, dass in allen Klassenräumen Rauchmelder eingebaut werden, dass die Flure entsprechend gesichert werden, dass Rettungswege vorhanden sind und all diese Dinge. Das war ein wichtiger Punkt und in dem Zusammenhang haben wir auch versucht, in Form von Schallschutzmaßnahmen die ganze Raumakustik des Schulgebäudes zu verbessern. Und natürlich auch, weil es ja eines der wichtigsten Gebäude dieser Stadt ist, aus denkmalpflegerischer Sicht auch die denkmalpflegerischen Belange zu berücksichtigen und entsprechend zu würdigen. Ja, das sind also eigentlich die wesentlichen Dinge. Wobei man natürlich in den Unterrichtsräumen und den Anforderungen zu den Unterrichtsräumen große Unterschiede zu dem feststellen kann, was noch vor Jahren der Fall ist. Also vor allen Dingen die ganze Verbindung der Räume mit Netzwerkkabeln und E-Tafeln und Beamern und dergleichen mehr. Das vielleicht als Ausgangsbasis oder als Grund, warum man das überhaupt gemacht hat. Welche Auflagen gab es denn direkt vom Denkmalschutz? Also die erste Auflage aus der Baugenehmigung entsprang eigentlich einer denkmalpflegerischen Untersuchung. Also es war ein Restaurator zu beauftragen, es war eine Auflage aus der Baugenehmigung, der zunächst mal befundet, was ist denn eigentlich original und wenn es original ist, welche Farbsituation ergab sich und das Ganze war in einem Gutachten festzuhalten. Und dieses Gutachten war in die Entwurfsplanung einzufügen und mit der Denkmalbehörde abzustimmen. Und so haben wir es auch gemacht. Also es sind überraschende Ergebnisse erzielt worden, wie zum Beispiel dieses blaue Foyer oder das grüne der Türen, dieses Resela-Grün, wie sich später herausgestellt hat. Und dass man auch wusste, wie war die Farblichkeit in der Aula, was ist da original, was nicht. Also bis hin zu den Kantenschutzstreifen aus Stahl, die in den Türen ist oder an den Pfeilern, die also im Ockerton hatten. Und dieses restauratorische Gutachten war eigentlich die Basis für die Entwurfsplanung und für das Farbkonzept. Und dieses Farbkonzept, das wir daraus entwickelt haben, wurde dann nochmal mit der Denkmalpflege abgestimmt. Und erst nachdem die Denkmalpflege dann zufrieden war, konnte man dann mit der Umsetzung beginnen. Okay, eine kurze Zwischenfrage. Wie lange hat es denn jetzt eigentlich gedauert, vom Anfang der Planung bis heute, zum heutigen Stand? Das kann ich auf den Tag genau gar nicht beantworten. Also die ersten Vorstudien gab es schon vor einigen Jahren, im Zusammenhang mit der Diskussion, ob denn dieses Gymnasium überhaupt Gymnasium bleibt oder nicht. Es gab eine ziemlich umfangreiche Diskussion, noch eine Auseinandersetzung in der Politik darüber. Und im Zusammenhang mit dieser Diskussion haben wir die ersten Entwürfe gemacht. Und
Aber richtig, die heiße Phase hat sich vor vielleicht 2 Jahren ergeben. In welcher Verbindung stehen Sie persönlich zu Max Taut? Also ich halte Max Taut für einen der besten Architekten, den Deutschland hervorgebracht hat. Zusammen mit seinem Bruder Bruno, der eigentlich noch ein bisschen bekannter ist, sind sie eigentlich international bekannte Architekten. Das macht diese Schule eigentlich auch so wichtig. Weil durch den Namen Max Taut, und das war sein Erstwerk, wenn man so will, wird es immer im Zusammenhang mit den beiden Brüdern genannt werden. Und er hat hier auch einen völlig neuen Schultypus entwickelt. Also diese Entwurfsidee war eigentlich untypisch für die Zeit. Um 1912, 13, 11 war ja der, 1911 war ja der Wettbewerb. Und wenn man die Alternativentwürfe, den ersten und den dritten Preis sieht, das waren also Neorenaissance-Bauten, wie man sie in dieser Zeit immer noch sehen konnte. Und Max und Bruno Taut waren eigentlich Architekten der Moderne, die also in Verbindung zu bringen sind mit dem Bauhaus in Weimar. Und das Bauhaus in Weimar hat ja deutlich die Architektur revolutioniert. Und bis hin dann zur ersten Formfassade, die in Dessau gebaut wurde, mit dem dortigen Bauhaus. Und insofern ist die Wiege der modernen Architektur im Bauhaus und in Deutschland zu suchen, und einer der hervorragendsten Vertreter war Max Taut. Und da ich selbst auch in Weimar studiert habe und Weimar ja auch durch das Bauhaus lange Jahre geprägt wurde, habe ich natürlich schon vom Studium her eine Beziehung zu Max und Bruno Taut, weil die Namen uns seinerzeit schon geläufig waren. Und umso mehr, weil ich auch Finsterwalder bin und dieses Gebäude hier steht. Und abschließende Frage, was finden Sie am Schild? Also was ist hier Ihnen am besten jetzt gelungen bei der Rekonstruktion oder vielleicht auch Einbindung von neuen Elementen? Also es gibt 2 Sachen. Das eine ist das Foyer im Eingangsbereich. Weil ich denke, dass es eine völlig andere Raumwirkung jetzt hat. Also eine Raumwirkung, die beides beinhaltet. Zum einen hebt es die historischen Elemente besser hervor, als es vorher der Fall war. Und zum anderen wird aber die Lichtsituation verbessert. Und das Zweite, was ich besonders schön finde, ist die Aula mit ihrer hervorragenden Decke. Dann danke ich für das Gespräch. Gerne.